Welche Metriken sind jetzt relevant? Weil Ladezeit ist eben nicht gleich Ladezeit. Wichtig ist hier die Time to First Byte. Es gibt einen sogenannten New Speed Index, die Low Time und Google Page Speed. Ich werde jetzt mal im Detail auf die einzelnen eingehen. Time to First Byte sagt nichts anderes aus, als das ist die Zeit, wenn der HTTP-Request abgeschickt wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Browser das erste Byte vom Server erhält. Und der setzt sich so zusammen, dass im Grunde am Anfang ein Verbindungsaufbau durchgeführt wird zum Server. Und das ist so ein
mehrstufiger Prozess, muss die DNLS aufgelöst werden, es muss ein TCP-Handshake durchgeführt werden, wenn es eine verschlüsselte Verbindung ist, müssen da die Parameter ausgetauscht werden und dann wartet eben der Browser auf den Server und das alles zusammengesetzt ergibt dann die Time to First File. Die sollte im Idealfall eben gering sein, also das sollte ein geringer Wert sein. Also falls sie eben hoch, nicht gering ist, sondern hoch, kann es dafür unterschiedliche Gründe geben. Beispielsweise auf Netzwerkebene einfach, wenn es eine hohe Latenz ist, weil mein Server irgendwo vielleicht am Ende der Welt steht. Oder wenn der Rendering-Prozess einfach, wenn die Seite generiert wird, einfach lange dauert, weil ich vielleicht einen schwachen Server habe. Oder kein Caching verwende. Weiterer Punkt ist für eine hohe Time-to-First-Byte. Das ist vielleicht eine fehlerhafte Server-Konfiguration. Ich habe schon HTAccess-Dateien gesehen, die tausende Zeilen lang waren mit Redirects, oder es waren einfach Redirect-Schleifen darin enthalten. Das ist einfach alles ein Overhead, der dann quasi dann die Time-to-First-Byte eben dazu bringt, dass sie hoch. Und zu guter Letzt noch ein Punkt, kann sein, dass eben die Seite einfach viel Traffic hat und man quasi die Server-Architektur oder die Programmarchitektur etc. nicht dafür ausgelegt hat, den ich darüber gesagt habe. Der Google Speed Index, das ist eine Metrik, die sagt im Grunde aus, beschreibt so die gefühlte Ladezeit, die der User im Grunde wahrnimmt. Man versucht das so ein bisschen darüber auszudrücken. Was man macht ist, das bezieht sich auf den sogenannten Above Default. Ich habe das hier mal versucht, Kennzeichen von unserer Webseite hier. Mit dem roten Strich hier, das ist quasi alles, was der User auf seinem Browser sieht, ist aber Above Default, auch wenn es darunter noch scrollbaren Inhalt gibt. Und man versucht halt damit auszudrücken, dass es eben wichtig ist, dass dieser Bereich sehr schnell geladen wird, weil das ist ja der Bereich, wo der User quasi seine Aufmerksamkeit hingelenkt wird. Und der sollte auch im Idealfall, es ist also keine Zeit, irgendwie eine Millisekundenangabe, sondern es ist einfach eine Kennzahl, eine abstrakte Zahl, die sollte ausgegeben sein. Die Load Time, das ist einfach nur die Zeitdauer vom Anfordern einer Seite bis zum vollständigen Rendern der Seite, das heißt die Zeit, in der dann alle Elemente geladen sind, das heißt Bilder, JavaScript, CSS. Ein weiterer Metrik ist der Google PageSpeed, da gibt es ein Tool für Google PageSpeed Insights. Ich habe das mal durchgeführt für unsere Seite, nachdem wir die Optimierung durchgeführt haben und es sieht ganz gut aus, sind hier im grünen Bereich, haben 97 Punkte von 100 geschafft. Und was es hier einfach macht, ist, Google versucht die Leistungsfähigkeit der Seite für Desktop und mobile Geräte zu analysieren und dann quasi berechnet daraus seine Scores, das ist einfach ein Algorithmus dahinter. Und man kriegt dann eben auch sogenannte Handlungsmaßnahmen beschrieben, wo Google einem dann sagt, man soll zum Beispiel die Bilder komprimieren etc. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein und das ein bisschen auch kritisch sehen, weil jetzt die drei Punkte, die uns beispielsweise hier fehlen, das liegt einfach nur daran, dass Google sagt, dass wir externe JavaScript-Dateien mit dem Google Tag Manager eingebunden haben und der nicht eine entsprechende Cache. Und das ist von Google selbst. Also, das sind dann so die letzten paar Punkte, die sind einfach. Ja. Was ist für eine Seite gewesen? Ist die dynamisch generiert? Also das ist unsere eigene Seite. Wer hat die das mit dem Above Default? Das kommt dann am Ende, das ist ja der letzte Punkt. Genau, nämlich der schwierigste Part ist, um das ein bisschen vorwegzunehmen, ist diesen Above Default quasi zu optimieren, aber da komme ich dann am Ende noch mal. Wie lässt sich jetzt Ladezeit messen? Man kann das andererseits über Chrome DevTools machen, aber ein anderes schönes Tool ist dieses WebPageTest.org, weil das recht viel kann an Funktionalität, das ist auch Open Source, das ist ein Tool, was damals mal von AOL entwickelt wurde und jetzt von Google weiterentwickelt wird. Und es spuckt einem recht viele Kennzahlen und Metriken zu der Ladezeit einfach ab und hat auch so Funktionalität, wie man kann visuelle Vergleiche fahren etc. Und man hat eben auch die Metriken, die ich eben gerade genannt habe, also den Time-to-First-Byte, den Speed-Index und die Gesamtladezeit. So, was
heißt jetzt eigentlich schnell? Also was sollte man für Zahlen erreichen, damit eine Seite schnell ist? Und ich habe das auch versucht ein bisschen zu recherchieren und zu gucken, was Google dazu sagt. Google sagt, dass die Time to First Byte unter 200 Millisekunden liegen sollte. Beim Speed Index sollte der Wert unter 1000 liegen. Die Load Time sollte zwischen 2 bis 3 Sekunden sein und der Google Page Speed sollte größer oder gleich 85 sein, weil ab da ist es dann quasi cool. Nochmal zurück dazu, worauf ich jetzt eben genau eingehe, ist einmal die Bildkompression, da werde ich jetzt zuerst drauf eingehen. Alle, die Typo3 einsetzen, wissen vielleicht eben auch, dass Typo3 Kommandozeilen-Tools verwendet, entweder Image Magic oder Graphics Magic, um einfach Bilder runter zu skalieren und dann die Dateigröße zu reduzieren. Da ist es eben wichtig, dass man dann auch, falls man im Template, also in dem Fluid Engine, das auch benutzt hat, dass man auch wirklich Breite und Höhenangaben etc. mitgibt oder im TypoScript das weiter, damit die Dateigröße auch wirklich reduziert wird, weil ich das auch schon oft gesehen habe, dass einfach dann irgendwie 2000 mal 4000 Bilder auf der Frontend-Seite angezeigt wird, das einfach nur per CSS runtergerechnet wird. Die Dateigröße ist natürlich dann trotzdem enorm, die dann erstmal transferiert werden muss. Das ist auch schon ganz gut, es funktioniert. Es ist aber noch nicht optimal, weil wenn man das Ganze dann nochmal durch PageSpeed, also Google PageSpeed Insights durchjagt, meckert er dann immer und sagt, da geht noch irgendwie ein Stück, was Optimierung angeht von den Bildern. Ich habe das mal für Typo3 nur gemacht für die Webseite. Und Google gibt eben an, dass man um 79% an Dateimenge oder Größe reduzieren kann. Und was wir dann quasi eingesetzt haben, es gibt noch zwei weitere Kommandozeilen-Tools, das ist JPEG Optim und OptiPNG heißen die. Die kann man über die Kommandozeile aufrufen und im Grunde einfach nur sagen, also die Tools gehen hin und optimieren die Bilder halt nochmal. Und so ein Erfahrungswert ist einfach bei dem JPEG Optim, dass man die Qualitätsstufe auf 85 ungefähr einstellt. Das ist das, was Google dann quasi auch akzeptiert und nicht mehr kann. Das Ganze kann man dann nochmal so verpacken und zum Beispiel als einen Cronjob oder so ähnliches ausführen, der dann irgendwie vielleicht nächtlich oder alle x Minuten darüber geht und die Bilder quasi optimiert. Wir sind aber nochmal einen Schritt weitergegangen. Also wir haben dann einfach mal geschaut, ob es irgendwie Extensions gibt, die das vielleicht schon machen, wenn man Bilder hochlädt in Typo3 oder im Process-Ordner landen. Es gibt eine Extension, die heißt Image Optimizer. Die funktioniert sowohl für 7er als auch 8er. Was die macht, ist eben beim Hochladen schon die Bilder zu optimieren, wenn die Kommandozeilen-Tools installiert sind. Oder eben, wenn sie durch Typo3 Image Magic Graphics Magic runterskaliert werden. Und das geht eben noch ein bisschen weiter, weil das Tool noch hingeht und das Ganze auch für GIF und SVG-Dateien macht. Und man hat dann in dem Extension Manager mit Paletten Konfigurationsmöglichkeiten, die man einstellen kann. Das zur Bildkompression. Der nächste Punkt, den man optimieren sollte, ist das Caching. Klar, Typo3 hat schon einen eigenen Cache schon eingebaut, was die Seiten angeht. Ich habe jetzt eine Frage zu den Bildern. Was ist auch über ein Windows-Based-File laufen oder über die Ressourcen, die da haben? Nochmal bitte, ich habe es nicht verstanden. Dass die das über komplett File in den Bildern laufen? Oder dass die das jetzt nur über die Referenzen laufen, die dann abgelegt wurden? Nee, über den kompletten File-Admin. Also das würdest du halt nur machen, wenn du vielleicht ein Projekt hättest, wo du nicht komplett jetzt von Null auf beginnst, weil dann kannst du ja eigentlich die Image Optimizer Extension benutzen. Ja, du hast ja auch teilweise keine Ahnung, Bilder, die für Rechenzentren zum Download bereitstehen, die müsst du ja dann nicht so wieder alles exkluden. Achso, das ist ja auch teilweise, ja, klar. Bilder haben, die du hostest, um sie bereitzustellen. Achso, klar. Nee, wir richten meistens immer für die Redakteure einen speziellen Ordner ein, wo die quasi dann auch drauf haben, weil das würden wir nur optimieren lassen. Ja, klar. Die Originalbilder sollte man natürlich nicht verwenden. Genau, zu dem Caching. Wie gesagt, Typo3 hat ja schon einen eigenen Cache eingebaut, um Seiten zu cachen, wenn sie einmal eben generiert wurden. Bei uns hat sich das eben angeboten, dass wir eben statische Seiten eben haben, haben wir da einen Static File Cache eingesetzt. Eine Extension, die einfach nur hingeht und das, was Typo3 am Ende geändert hat, als HTML-Datei auf den Server ablegt, das hat den Vorteil, dass eben Typo3 überhaupt nicht mehr aufgerufen wird. Das heißt, wenn eine URL aufgerufen wird, wird über
überhaupt nicht mehr, also es ist, dieser Overhead fällt einfach weg. Und der Server wird eben dementsprechend entlastet. Also es wird einfach nur komplett sofort die HTML-Datei ausgespielt. Und man braucht nur ein Snippet, was aber in der Dokumentation beschrieben ist, dass man in die HTML-Datei dann einfügt. Komme ich zum dritten Punkt, Critical Rendering Pass. Was ist dieses Critical Rendering Pass? Wer weiß, was das ist? Hat was das ist, ist der Critical Rendering Pass beschreibt die Abfolge von Ereignissen, die notwendig sind, um die Seite anzuzeigen, aber um genau zu sein, diesen above the fold. Und was der Browser macht, ist, führt eben so eine Reihe von Ereignissen aus, also er ruft am Anfang die HTML-Datei auf, baut daraus dann das Document Object Model, also er passt alle Tags, baut daraus so einen Baum auf, hierarchischen Baum. Und das Problem ist jetzt hier, dass wenn er irgendwo im HTML auf CSS oder JavaScript stößt, hört er auf, die Seite zu rendern. Das heißt, weil in dem CSS oder im JavaScript halt Anweisungen drinstehen könnten, die irgendwie die Anzeige verändern könnten. Das heißt, dass die beiden Sachen blockieren einfach den Renderprozess. Sobald er die Ressourcen angefordert hat, verarbeitet hat, baut er das CSS Object Model zusammen, führt dann das JavaScript aus, fügt das alles zusammen, das Document Object Model, CSS Object Model und rendert dann die Seite. Und diesen Critical Render Pass sollte man eingehend aktivieren, dass man die Anzahl der kritischen Ressourcen minimiert. Das heißt, man sollte nicht im HTML-Dokument jetzt an irgendwie 10 JavaScript-Dateien haben oder 5 CSS-Dateien, sollte die alle zusammenfassen zu einer CSS-Datei und zu einer JavaScript-Datei, die am besten noch minifizieren und komprimieren. Das kann Typo 3 auch schon, über TypoScript kann man das alles konfigurieren. Wir nutzen aber da noch eine Extension, die nennt sich Script Merger, weil die nochmal hingeht und beispielsweise auch Sachen, die im HTML-Dokument eingefügt worden sind von anderen Extensions, sei es JavaScript oder CSS, eben auch noch mit zusammen merge. Und ein weiterer Vorteil von der Extension ist, dass man über ein Attribut, das nennt sich data-ignore, kann man den Wert auf 1 setzen. Das machen wir zum Beispiel für die Google Analytics-Einbindung, damit das nicht mit in dem gemergten CSS zusammen ist, weil wir dann irgendwie die Erfahrung gemacht haben, dass dann da einfach Probleme aufgetreten sind, dass Analytics nicht funktioniert hat. Das heißt, man hat da einfach nochmal eine Reihe mehr Optionen mit dabei. Und was im Grunde dann gemacht werden muss, ist dieses kritische CSS per Inline einzubinden, weil dann der Browser nicht erst die Ressourcen anfordern muss, sondern schon im HTML-Dokument für diesen Above the Fold schon hat und direkt die Seite quasi diesen Above the Fold ändern kann. Wie haben wir das gelöst? Wir haben da auf ein NPM-Package zurückgegriffen, das nennt sich Critical, das ist von Eddie Osmani. Der ist ein Entwickler, der im Chrome-Team arbeitet, der das entwickelt. Was das Ding macht, ist, es extrahiert ohne, also man muss noch nicht mal die CSS-Datei angeben, es extrahiert aus dem HTML oder aus der Ausgabe automatisch das Critical CSS. Das funktioniert so, dass er im Hintergrund einen Headless-Browser, der nennt sich PhantomJS, laufen lässt. Der ruft die Seite auf, weiß, das wurde gerade im Above the Fold angezeigt, zieht sich dann das CSS, was dafür notwendig ist, raus und fügt das dann auch automatisch wieder in die Datei ein, per Inline. Ja, das ist aber bei einem CMS oder bei einer Seite, die mit einem CMS gefällt, ist schwierig. Also richtig. Wir hatten es einfach nur mal testweise eingesetzt, haben das nur für die Startseite mit per TypoScript eingebunden. Genau. Das funktioniert dann natürlich nur für eine Seite erstmal, weil man es manuell einbinden muss. Wir sind dann wieder einen Schritt weiter gegangen und haben eben vielleicht noch kurz davor, es gibt einfach ein Kommandozeilentool, wo man das durchjagen kann. Man gibt im Grunde als Input nur eine HTML-Datei ein und kriegt dann am Ende einfach eine neue Datei, kann man eingeben. Und da ist dann per Inline das Critical CSS eingebunden. Und den Schritt, den wir weitergegangen sind, ist, wir haben jetzt Static File Cache eingesetzt, was ja schon HTML-Dateien generiert, und haben dann, vielleicht noch kurz davor noch, wie das dann eben aussieht, ist einfach nur komprimiert hier das
mein CSS hier eingebunden, was eben für above the fold notwendig ist, um es zu rendern. Wir haben das nämlich kombiniert. Wir haben dann über einen Hook von Static File Cache. Es gibt einen Hook, der nennt sich Process Content. Was der macht, ist, bevor Static File Cache den HTML-String, sage ich mal, in die HTML-Datei reinschreibt, kann man über einen Hook das Ganze abfangen. Wir schreiben es dann in eine temporäre Datei selbst nochmal rein, jagen es dann durch das Critical von Andy Osmani und übergeben das dann wieder Static File Cache. Und dadurch haben wir dann am Ende in dem Static File Cache, was dann auch ausgeliefert wird vom Server, haben wir dann per Inline das kritische CSS eingebunden. Das summiert sich natürlich, also es sind dann schon im Durchschnitt nochmal 3 Sekunden, die draufkommen. Und das ist halt noch so ein Punkt, den man berücksichtigen sollte, weil wenn man den Typ 3 Cache leert, löscht er auch über den Hook auch wieder den Static File Cache. Und man müsste, also man sollte auf jeden Fall einen Crawler oder einen Warm-Up dann danach durchführen, weil sonst der Seitenaufbau der ersten natürlich sehr langsam ist. Das sollte man berücksichtigen. Ja, darauf wollte ich hinaus, weil das hat sich halt bei uns sehr gut angeboten, weil unsere Seiten halt sich relativ im relativ geringen Zeitabstand irgendwie ändern. Von daher. Ja, am Ende hatten wir dann auch, das war unser Ziel, aber echt gute Zahlen hinzukriegen. Das haben wir auch hinbekommen, also Time to First Byte liegt im Durchschnitt bei 150 Millisekunden, Speed Index ist bei 493, die Load Time ist bei 2,7 Sekunden. Da sind wir aber noch nicht bei 100%, wollen da die 2 Sekunden noch erreichen. Und PageSpeed, wie gesagt, hat ihr in dem Bild ja auch schon gesehen, ist bei 97. Also das könnte man auch umgehen. Es gibt Leute, die in Blogs einfach geschrieben haben, dass man dann diese externen Dateien einfach bei sich cached und dann einfach per einem Cronjob alle 5 Minuten die Datei von Facebook oder Google etc. ziehen. Dann hätte man auch hier die 100 Punkte knacken können. Das haben wir erstmal nicht gemacht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass man schon mit relativ geringem Aufwand, das heißt Bildkomprimierung, Critical Optimierung, Critical Rendering, Pass und das Caching einzusetzen, eben auch schon super Werte erreichen kann. Vorausgesetzt natürlich, man hat statische Seiten, dann funktioniert das eben sehr gut. Ansonsten muss man sich eben auch vielleicht den eigenen Tutorial Caching Framework für seine Extension zunutze machen und da eben für Sachen ein Caching. Ja, gibt es noch Fragen? Haben wir uns mit beschäftigt, also bislang nicht, aber haben wir auch vor, weil das ist eine sehr gute Kompression quasi schon. Ja, das war auch für Chrome. Genau, ja. Das ist halt auch ein bisschen die Browser. Ich hätte sonst gefragt, ob das schon mal einsetzt, wie ihr dann den Switch macht, ob das Server ausmacht oder das. Also bislang haben wir es noch nicht eingesetzt. Ich habe es mal getestet, es gibt eine Extension, was dann von mir. Ja, die legt ihr immer, wenn im Prozess ein Bild generiert wird, als JPEG, legt es WebP daneben und dann wird über htaccess umgeschrieben, dass dieses Bild, wenn der Browser WebP unterstützt, dass dann, genau, dass es dann als WebP geladen wird, steht trotzdem noch JPEG im Source Code drin. Gibt ja nur vom Server das WebP zurück. Genau. Und sagt dann, okay. Das ist relativ einfach. Wie bewertest du beziehungsweise ich finde, hast du eine Lösung für diese ganze Bildkompression und Responsive? Mhm. Weil bei Responsive, da sagt man ja immer schön, ja, wir haben ein großes Bild, wir haben ein mittleres Bild, ein kleines. Und im Endeffekt nachher kann es dann sein, das kleine Bild, wenn ich dann auf meinem Tablet hochkant bin, 320 Pixel breit, ist auf einmal, weil ich in dem Moment die Spalten anders auffälle, größer. Als wenn ich in der mittleren Auflösung bin, wo das Bild halt nur eine halbe Spalte hat oder so, wenn ich im Endeffekt dann nachher dann eben nicht ganz kleine Bilder habe, gerade für Smartphones, sondern halt schon wieder größer. Und die Skalierung im Prinzip ja nachher auch immer noch maximiert durch HTML gemacht wird, indem ich sage, es heißt 100%, aber die Spalte ist abhängig davon, wie gerade wie groß das Fenster in dem Browser ist. Da sehe ich immer so das große Problem, eigentlich möchte ich die Bilder schön klein machen, aber andererseits
noch nicht eingesetzt. Also wir haben ein bisschen damit getestet auch. Ja, man muss die Bilder mehrfach hinterlegen für die unterschiedlichen Preisgrößen. Das mache ich auf jeden Fall. Aber wo ich sage, eigentlich könnte ich ja sagen, ich habe 1000 Pixel breit, 500 Pixel breit, 300 und dann bin ich nur noch 100. Aber irgendwo die kleinen Größen komme ich ja gar nicht hin, weil im Konzept des Responsive sollen die Bilder ja dann doch immer etwas größer sein. Dann, klar, ich habe mehrere Größen, und, aber die einzelnen Größen würde ich immer sagen, was ist denn jetzt das Kleinste, was ich da brauche? Mhm. Weil da komme ich eigentlich gar nicht auf die richtig kleinen Bildgrößen. Ja, das ist, ich habe auch keine Lösung dafür. Also ich habe mir heute Computer geschrieben, wo ich mir die Spaltenbreite aus dem Elternelement hole, zum Beispiel, wenn man jetzt von Grid Elements ausgeht. Oder du ziehst sie aus dem Backend Layout und dann kannst du ja, du weißt ja dann ungefähr die Spaltenbreite, wo das Bild drin ist. Dann stellst du die Spaltenbreite bereit und machst ein Picture Tag mit, weiß ich nicht, je nachdem wie viele Viewports du hast, und dann immer die Spaltenbreite als Bildbreite angeben. Und dann, also es funktioniert super. Ich habe immer genau die Größe dann ausgegeben, die es auf dem Viewport in der Spalte hat. Ja, der Code sieht auch ziemlich beschissen aus, deshalb werde ich ihn auf gar keinen Fall veröffentlichen. Das ist meine nächste Frage gewesen. Eine Kombination aus einem PHP-Skript und JavaScript. Der Server guckt dann, wie groß ist das Device, und rennt dann das Bild, bevor er es halt bereitstellt und ausgibt. Ja. Und legt es halt zusätzlich ab und guckt dann hinten Ende. Also ich kenne einen bekannt, dass es heißt Adaptive Images, manchmal nicht. Nein, also es ist halt nicht nur, du hast nur dein einziges Image-Tag, du hast keine Responsive Images, sondern es ist wirklich nur nach Größe ausgibt, und das heißt serverseitig. Ja, Responsive Images sind zwar schön und gut, aber kleinseitig macht das halt wenig Sinn. Ja. Das heißt, wenn du es wirklich bis zum Exzess optimieren willst, macht es nur Sinn, wenn du es auf dem Server direkt schon bereitstellst. Ja.
mancher Seite so den Effekt, ich lade die Seite und dann ändert sich gerade für mal die Schriftarten alle 15 und her. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja der, sozusagen das Ergebnis der Above-the-Fold-Optimierung, oder? Weil dann die Font-Family erst zum Schluss geladen wird. Die Browser machen das absichtlich, also die Browser verstecken quasi erstmal die Schrift und sobald, weil er erstmal das Dokument, das HTML-Dokument sich ziehen muss, und dann muss er ja wieder das CSS sich ziehen, in dem CSS ist dann irgendwo noch ein Font definiert, dass er sich wieder ziehen muss. Und damit man eben diesen Effekt, diesen Flash of Unstyled Text oder Content nicht hat, sobald die erst quasi gezogen wird, blenden die dann die Schrift ein. Das ist immer so ein Effekt, aber es hat nichts mit dem Above the Fold Delay zu tun. Wir haben auch nämlich versucht, das war nämlich noch so ein Punkt, man hat das dann sehr schön im Wasserfall gesehen, dass quasi die Fonts, die waren, die quasi noch am Ende geladen wurden. Und wir haben dann verschiedene Lösungsansätze probiert, um quasi auch die Fonts nochmal zu optimieren, was das Laden der Fonts angeht. Mhm. Und die beste Variante ist eigentlich, das Ganze als Base64 zu encoden. Dann hast du es direkt im CSS, das auch per Inline wieder. Das hat nur dazu geführt, dass wir dann irgendwie so ein HTML-Dokument, was irgendwie dann 3-4 MB groß war, das kannst du dann halt auch nicht mehr machen. Mhm. Und dann haben wir es halt erstmal so gelassen. Es gibt so ein paar Ansätze. Ist aber nichts gewesen, also nichts dabei gewesen, was irgendwie, wo wir gesagt haben, ja okay, das ist echt cool, das muss. Okay. Das ist noch so eine Schwierigkeit, dass man mitmacht. Ja, ich finde, wenn man jetzt, was weiß ich, mobil unterwegs ist und dann lädt man eine Seite und macht dann ist man vielleicht wirklich nur etwas langsamer im Netz, dann nervt das total, dass man halt so. Man denkt, die Seite hat jetzt geladen und dann. Genau, das war jetzt der Prinzip vielleicht, dass nämlich der Text lesbar ist, selbst wenn die Schriftdatei noch nicht gelesen ist, weil im Zweifelsfall geht der Content vor der Darstellung. Das ist so ein Entscheidungsding, was die Browser. Aber du kannst es halt auch, wenn du den Webfont anlegst oder einstellst, du kannst es ja auch deaktivieren, dass der Text halt erst angezeigt wird, wenn der Webfont benannt ist. Was dann quasi PageSpeed wieder entgegenlaufen würde. Zumindest der Text, ja. Du musst möglichst ähnlich einen Vordeckfont suchen und dann mit Letterspacing arbeiten, wenn du einen ganzen Absatz lädst, der Vordeckfont und der später nachgeladene nicht den ganzen Inhalt verschiebt. Das geht eigentlich ganz gut. Da gibt es ein Tool zu. Ich habe gerade nochmal gesucht, ich habe es jetzt nicht gefunden. Habe ich mal ein Video gesehen vom Frontend Center. Musste mal nach Google, die haben ein Video dazu. Ja. Ja. Er hat ja dieses kritische CSS in Gang gesetzt, der hat ja das restliche CSS rausbekommen, also dass er das asynchron lädt. Das macht er automatisch dann. Also er bindet dann noch irgendwie ein Script-Tag oder sowas mit dazu, dass es dann asynchron nachlädt. Das macht er alles automatisch. Okay. Genau, er bindet inline nur oben das ein, zieht sich das aus dem Input, hat er dann raus und bindet es dann asynchron rein. Ne? Wie sieht das mit Lazy Loading aus? Damit mal irgendwie Probleme. Ja, haben wir auch. Das? Genau, das war nämlich auch wieder in dem Wasserfall, hat man es auch wieder sehr schön gesehen. Bilder wurden erst geladen, wenn quasi das HTML-Dokument da war. Wir hatten auch ein Plugin im Einsatz. Das hat irgendwie nicht zufällig funktioniert. Manchmal wurden die Bilder überhaupt nicht nachgeladen. Das ist aber noch so ein Punkt, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das zu machen, weil eben dann quasi das auch nicht mehr blockieren und quasi auch sofort da auch nachgeladen wird und man ja auch erst die Bilder im Grunde braucht, wenn man runterscrollt und nicht schon vorher. Hat das denn überhaupt Auswirkungen dann zum Beispiel auf diese Google Speed oder sowas? Weil im Prinzip hat man ja, dass die ganzen Bilder erstmal wirklich erst geladen werden, wenn das Ganze in den Viewport kommt. Und das ist ja die Idee dabei, dass man halt nur, dass man so die Bilder vom Above the Fold geladen hat. Ja. Vielleicht noch irgendwie 200 Pixel mehr nach dem Motto, oder wenn er anfängt zu scrollen, dann kommen die nächsten. Ja. Also wir haben, als wir es verglichen haben, hat Google da keinen Unterschied gemacht. Also wie war das dann im Grunde egal? Achso. Ich wollte mal fragen, also eigentlich, sag ich mal, wäre es wünschenswert, wenn man Möglichkeit hätte abzufragen, in welcher Verbindungsgeschwindigkeit kommt denn derjenige gerade an. Ne? Weil ich sag mal, sobald ich jetzt im Original-Device auch bin, wie ich zwar mobil, kann auch sagen, ich habe die im zweiten Mal, das wird trotzdem groß, weil ich einfach hier Pixel habe. Ne? Ja, klar. Und ich sag mal, ich würde gerne dann sagen können, okay, dann ist die Komprimierung höher oder scheitert die geringe Auflösung und lieber dann auch kleine Bilder aus oder da ist nichts in Sicht, dass du das. Das nicht. Das ist auch so ein Grund, warum Google PageSpeed Insights eben
Faktoren, was die, also die Untersuchung oder der Algorithmus, was da reinfließt, ist alles netzwerkunabhängig, weil das eben so ein Punkt ist, was man nicht steuern kann. Ich bin mir auch nicht gerade sicher, ob es irgendwie was mittlerweile, ob man das über JavaScript abfragen kann. Ich kann gerade auch nicht sagen. Weil man ja mittlerweile per Chrome ja auch über die DevTools einstellen kann, dass man die Netzwerkgeschwindigkeit quasi anpasst, um das dann zu testen, wie schnell das ist. Sonst noch Fragen? Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
die einen nicht machen, das habe ich schon mehrmals gesagt, ich weiß auch den Grund nicht. Also in Umständen habe ich auch in meinem Vorjahr sie da vierte Mal gefragt. Ja, genau. Immer mal wieder das Ja, im Grunde hast du das so, ja, so ein Boxer, ein Grund.
manuell